Sie sind angekommen und die Meisterschale haben Sie auch gleich mitgebracht. Lauterns Fans schön abgeschirmt in den Blocks F1 und F2. Auf der Wattenscheider Seite tat sich Überraschendes. Da schälte sich doch tatsächlich der eine oder andere Überläufer heraus. Wir haben eine mannschaftliche Leistung gebracht, kämpfen gut und ich würde sagen, die gewinnen. Wenn, dann sollen sie Meister werden. Wenn sie unschlagen, sollen sie Meister werden. Okay, aber wie gesagt, wenn ihr zur Halbzeit 2:0 am Verlieren seid, was ja passieren kann, ja, könnte es sein, dass ihr dann für Kaiserslautern brüllt? Nee, bis zur 70. Minute warten wir noch. Der Wendehals aus Wattenscheid. Die Gäste heute mal in ungewohntem Gelb und Weiß und mit einem statistischen Handicap. Sie haben bisher noch nie in Wattenscheid gewonnen. Die heimische SG schien das im Hinterkopf zu haben und fing dementsprechend selbstbewusst an. Fink war das, dann Wolters. Stefan Studer, sein Quersteger, der ankommt. Und Sami Sahne, nicht lange gefackelt, sondern gleich drauf. Da wusste Lautern schon einmal, dass das hier mit der Leichtigkeit des Seins nicht funktionierte. Sami Sahne ist ja schon 13 Mal in dieser Saison erfolgreich. Aber das Team von Friedel Rausch wollte sich erst gar nicht in die Defensive drängen lassen. Sie versuchten den Gegner früh zu stören und sie kamen so immer wieder in Ballbesitz. Wie hier. Kadlec, Sforza, Wagner, Studer stört ihn. Und Kuka, André Alter nach dem Fünferpack in Frankfurt ohne nervöse Störung. Eine offene Partie bisher, beide mit hohem Einsatz, beide suchten ihre letzte Chance. Josic und Lesniak mit der Möglichkeit zur Führung, aber das sah einfacher aus, als es im Endeffekt wirklich war. Josic, genau gespielt auf Lesniak. Dann aber spitzer Winkel für den Goalgetter aus Wattenscheid und da trifft er auch nicht richtig. Friedel Rausch nicht gerade in Meisterlaune, Lippenleser wissen Bescheid, wie er seine Mannschaft bisher fand und Wattenscheid legte noch einen drauf. Einwurf Emmerling. Wolters. Wieder Emmerling und Fink. Auch da fehlte nicht viel. Ritter. Kuka aufhängen, Emmerling bei ihm, dann dieser Fall und kein Pfiff. Das sah nach einem Foul aus und es war auch eins. Schiedsrichter Wiesel hätte hier locker Elfmeter pfeifen können. Die Wiederholung, achten Sie auf die obere Körperhälfte der beiden. Emmerling Schubser, eine eindeutige Beeinträchtigung des Angreifers. Ausgerechnet Emmerling, der ehemalige Lautra. Und aus der anderen Perspektive sehen wir, dass Emmerling auch unten noch ein bisschen nachgeholfen hat. Glück gehabt, Wattenscheid. Und trotzdem, die Fans wissen schon, wohin nächste Saison die Reise geht. Winnie Schäfer war da, darf sich über den Zugang von Klaus Reitmeier freuen, der immerhin 1,6 Millionen kostet und nun wieder fröhlich ist. Die letzten paar Tage auf der Lauterer Bank wird er ohne große Spielen absitzen. Zweite Halbzeit. Bisher eher durchwachsene Leistungen beiderseits. Es konnte also nur besser werden. Fink. Wolters gegen Brehme. Wieder Fink. Wieder Wolters. Ein Fall für zwei. Und dann dieses Foul von Wolfgang Funke. Das war die letzte Möglichkeit, um Wolters am Durchmarsch zu hindern. Damit also eine spielerisch eindrucksvolle Aktion höchst unfreundlich gestoppt. Freistoß Wattenscheid. Drei Mann beieinander und Jörg Bach mit allem, was er im Fuß hat. Das ist also die erste Chance nach der Pause, mit Enttäuschung registriert vom Schützen und mit Kommentaren versehen vom Trainer. Freistoß Sforza. Er schaut kurz und sieht dann Ritter. Anlauf und dieser Versuch. Dann Sforza und Kuka. Was für ein Knaller, da jubelt er schon. Doch das konnte Schiedsrichter Wiesel nicht beeindrucken. Kein Tor, entschied er. Und dieses Mal hatte der Unparteiische recht. Schauen Sie, Kukas Schuss. Hier nur zu erahnen, dass der Ball nicht hinter der Linie war. Dann aber die zweite Wiederholung. Der Zweikampf gegen Bach und es nützt alles nichts. Der Ball ist sogar noch kurz vor der Linie am Boden. Der 22. Aluminiumtreffer in dieser Saison für Lautern. So oft ist kein anderes Team an Pfosten und Latte gescheitert. Es wurde spannend. Auch Wattenscheid wollte es noch einmal wissen. Stefan Emmerling, der ehemalige Lauterer. Und dann das.
Auswechslung bei den Gastgebern. Löwe kam für Bach, ein gelernter Angreifer, also für einen Verteidiger. Er spielte dann aber gegen Sforza. Und auch Wechsel bei Lautern. Lusch musste raus, Uwe Fuchs neu im Spiel, ebenfalls also ein weiterer Stürmer. Das deutete auf eine energiegeladene Schlussphase hin. Bremen dachte wohl auch so, Mineralien reinschütten und los. Dann Einwurf, Lutz. Auf Kuka. Bremen. Wieder Kuka. Gegen Skok. Schön gemacht, der Weg ist frei. Und Forza. Mitten ins Wattenscheider Tor. Das 0:1 in der 87. Minute, Erleichterung all überall. Sforza, siebter Saisontreffer, mit Sicherheit der wichtigste. Herrliche Vorarbeit von Kuka, mit Auge für den freien Mann. Und da hat es der Schweizer dann nicht mehr allzu schwer. Kuka, toll, wie er da Olaf Skok in die Tiefe des Raumes schickt. Und da hilft dann auch der verzweifelte Rettungsversuch von Emmerling nichts mehr. Friedel Rausch auf dem Weg in die Glückseligkeit. So kurz vor Schluss die Führung, da wurden Kräfte freigesetzt. Und Rainer Geier bestellte schon mal die Räumlichkeiten für die Meisterfeier. Aber noch war nicht Schluss. Die letzten Aktionen. Lautern mit Sforza. Uwe Fuchs, der neue Mann, versucht es alleine. Und Thomas Hengen gegen Hutwelka, der gerade frischer reingekommen war. Und was für ein Tor. 0:2 in der 90. Minute. Rainer Geil reservierte jetzt auch noch das ganze Rathaus für den Tag X. Und Friedel Rausch hatte es ja schon immer gewusst, dieser Thomas Hengen ist seine Entdeckung. Ganz cool und abgeklärt, sein allererster Bundesliga-Treffer. Der junge Mann ist erst 19. Außenrest und drin. 0:2. Wattenscheid damit endgültig abgestiegen und Lautern im Rausch. Am Ende Jubel, Trubel, Heiterkeit. Sie hatten sich unendlich lieb. Und Uwe Fuchs nahm das Bad in der Menge. Jörg Dahlmann mit Interviews. Das war ein typisches 0-0-Spiel, aber wir haben es schon im Heimspiel gegen Leipzig gezeigt. Spiel dauert 90 Minuten und im Endeffekt haben die Torchancen verwertet. Es war nicht allzu einfach, weil die Wattenscheiber, weil die Wattenscheiber unheimlich hinten in der Abwehr standen. Aber dank unser Publikum, muss ich sagen, haben wir es doch noch geschafft in der Schlussphase. Haben Sie nicht so ein bisschen schon das Gefühl gehabt, Mensch, die Meisterschale, die gleitet uns so ein bisschen aus den Händen? Es ist nicht die Meisterschale, wir haben unser Ziel, unter den nächsten 5 zu kommen, UEFA Cup. Und das ist, glaube ich, jetzt so ziemlich ganz sicher. Wir haben 39 Punkte. Und jetzt gehen wir mal auf den Titel los. Die Bayern müssen jetzt nachziehen, die haben Druck. Ich meine, als Profispieler hat man immer Druck. Und den Druck müssen sie jetzt erstmal morgen standhalten. Danach brachen alle Dämme. Lautern nahm die Lohr Heide ein. 7000 Fans auf dem Weg zu ihren Stars. Andi Brehme, ein Mann auf der Flucht. Er hatte nach Spielende ausgiebig mit den Fans gefeiert. Jetzt wollte er einfach nur noch in die Kabine. Und Friedel Rausch kehrte sein Inneres nach außen. Unbeschreibliche Szenen nach dem Sieg. Dieser Rasen ist ab sofort heilig gesprochen. Und Wattenscheid feierte mit, obwohl das Team gerade abgestiegen war. Schließlich Polonaise auf der Tatanbahn, als ob sie heute schon den Titel in die Pfalz geholt hätten. Kaiserslauterns Anhang im Rausch. So friedlich schön kann man auch feiern. Johannes. Stimmung.